Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und ich möchte in dem Video ein bisschen die Frage diskutieren, macht die Fed mit Powell den dritten Fehler und was jetzt in der Woche passiert ist. Denn die Fed hat die Zinsen um 0,75% erhöht. Das wurde davor schon ein bisschen an die Presse geleakt, deswegen hatten wir die drei, vier schlechtesten Börsentage wahrscheinlich der letzten 10 Jahre. Davor war die Erwartung, dass es nur 0,5% erhöht wird. Am Tag selber war es dann 0,75%. Während der Entscheidung ging die Börse dann nochmal hoch. Das waren dann eher die Trader, ehe dann, sag ich mal, eher die großen Investoren am nächsten Tag zu einem starken Abverkauf geführt haben. Na, jetzt die Frage, Philipp, du bist ja jetzt ja nicht der Makroexperte und die Fed hat da ja viel, viel mehr Ahnung und viel, viel mehr Leute und viel, viel mehr Daten. Ja, das stimmt, aber man darf nicht vergessen, die Fed ist A, nicht ganz unabhängig und hat meiner Meinung nach oder eigentlich auch ziemlich erwiesen, auch zwei Fehler bereits in den letzten 2-3 Jahren gemacht. Sie haben während der Corona-Krise zu viel gemacht, vielleicht nicht im absoluten Abverkauf im März, aber danach hätten sie da deutlich die Programme zurückfahren sollen. Und das Zweite, sie haben lange gesagt, die Inflation ist nur vorübergehend und haben die Zinsen überhaupt nicht erhöht. Ja, und das kann man auch in Videos sehen. Die Meinung hatte ich beispielsweise im letzten Jahr nicht. Und jetzt reagieren sie eigentlich sehr, sehr spät und vielleicht ein bisschen zu spät, also auf einen Fehler. Und jetzt ist aber vielleicht der dritte Fehler, dass sie zu schnell die Zinsen erhöhen. Denn normale Zinsschritte sind immer so 0,25. Wir können uns hier mal diese Grafik anschauen über die letzten 25 Jahre. Und da sehen wir eigentlich so, dreimal wurden die Zinsen erhöht. Jetzt ist das das vierte Mal. Und jedes Mal kam es danach zu einer großen Krise oder Rezession. Also ihr seht, das ist schon ein wichtiges Thema. Was aber auch interessant ist, ja, den größten Tech-Boom hatten wir ja im Jahr 2000. Damals waren die Zinsen zwischen 4% und 6%. Uns hat auch keinen interessiert. Und die werden dann in der Rezession oft nach unten gefahren. Das zweite war dann, als die Zinsen erhöht wurden, während dem Immobilienboom. Das hat noch eine Zeit lang funktioniert und irgendwann ist es gebrochen. Da hat man halt auch zu lange die Zinsen erhöht und musste dann auch wieder stark gegenlenken. Ich bin ja der Meinung, man sollte sowohl auf der politischen Seite als auch auf der Zentralbankenseite gar nicht so viel steuern, weil oft verschlimmbessert man das so ein bisschen. Und was würde zum Beispiel auch eine interessante Theorie, was würde passieren, wenn man einfach sagt, hey, unser Inflationsziel ist immer 2% und wir lassen die Zinsen immer bei 2% oder machen maximal 1-3%. Weil ein großes Thema, was halt auch belastet, ist diese Unsicherheit aktuell am Markt. Und das ist was halt nochmal weiter belastet. Da könnt ihr für mehr Klarheit sorgen. Ja, wir sehen hier diese 4 Wellen und das Besondere halt an der letzten Welle ist, dass es so stark steigt. Und was sind jetzt meine 5 Argumente? Das wissen wir natürlich nicht, werden wir erst in einem halben Jahr oder Jahr sehen, dass auch das schnelle Hiken jetzt ein Fehler sein könnte. Ja, das erste, wenn ich was schnell mache, vor allem auch wenn Unsicherheit ist, dann erhöht es die Gefahr, dass irgendwo Sachen brechen. Ja, wenn es ein bisschen langsamer ist, dann können sich Leute ein bisschen mehr drauf einstellen im Bankensektor. Also irgendwo, wir haben es jetzt, natürlich sind es viele Risiken jetzt eher bei den Asset Managern und Hedgefonds, wo auch schon viele verkaufen mussten. Wir werden im Immobilienmarkt noch einiges sehen und dann wird es auch in die Realwirtschaft kommen und dann müssen sie wieder gegenlenken. Das zweite ist, wenn man halt davor sagt, wir werden wahrscheinlich um 0,5 erhöhen und dann doch irgendwie 0,75 macht, da verliert mir natürlich ein bisschen Vertrauen. Und dann denken können Marktteilnehmer sich weniger auf die Fed verlassen von der Ausrichtung und ist ja eher so die Reaktion, oh, es läuft wirklich ein bisschen was außer Hand, was natürlich dann nochmal mehr für Unsicherheit sorgt. Denn das Dritte, und das sind sicherlich Themen, die, sagen wir, aus einer Weltperspektive gesehen werden. Und man darf auch nicht vergessen, Powell ist jemand, der eigentlich aus der Wall Street kommt. Das ist nicht jemand,
der ein Volkswirtschaftler ist, also vom Economics Background sehr, sehr viel hat. Er kommt eigentlich eher so aus der Wirtschaft und hat halt sehr, sehr die Perspektive auch der USA und auch der Wall Street. Und was auch Fun Fact ist, er ist ein Republikaner, zwar ein Moderater, aber er ist ein Republikaner. Also man könnte auch sagen, er erhöht jetzt, damit es eine Rezession gibt während Biden oder während Midterms, dass die Republikaner die nächste Wahl gewinnen. Und zweiter Fun Fact, davor konnten die Leute aus der Fed auch Aktien handeln. Das wurde ihnen jetzt verboten und ziemlich auf dem Peak haben sie dann alles verkauft und seitdem ging es runter und könnte natürlich auch sein, dass er, wenn er auf den Job, sag ich mal, verlässt, dass er dann wieder günstig einkaufen möchte. Ja, ja, so ist es halt, das ist schon ein komischer Zufall, aber kann man auch mal so im Hinterkopf behalten. Aber der dritte Punkt, warum das auch ein Fehler sein kann, ist, wenn die Zinsen im Dollarraum steigen, dann steigt auch der Dollar. Ja, und ein starker Dollar ist für Schwellenländer schwierig, da viele Rohstoffe in Dollar abgerechnet werden und dann halt auch wieder Gelder in die USA da fließen, es dort die Zinskosten erhöht. Und die haben halt aktuell schon genug Probleme nach Corona, steigende Ernährungspreise, ja, und Essen. Das hat wenigstens mit Zinsen zu tun. Das muss ich einfach machen. Da steigen einfach die Risiken von politischen Umstürzen. Und das kann wieder sehr, sehr hohe militärische Kosten dann verursachen. Und die ist die USA vielleicht ein bisschen egoistischer geworden. Ja, und das vierte, ja, wir befinden uns ja eigentlich gerade im Krieg, mehr oder weniger, auch wenn wir es nicht ganz wahrhaben wollen. Ja, und es tut natürlich nicht die Verhandlungsposition stärken, wenn ich eine Rezession jetzt in der USA und noch in Europa erzeuge gegenüber Russland. Ja, dann wird der Druck auch hier politisch stark zunehmen. Da Zugeständnisse zu machen oder andere Themen. Ja, also man tut eigentlich in der politischen Krise sich ein bisschen selber auch ins Bein schießen von der Perspektive. Ja, und das ist was die Fed halt nicht so sieht. Ja, und das andere ist, Joe Biden ist ja eigentlich ein sehr, sehr schwacher Präsident. Ja, bis jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass das im Alter sich noch groß ändert. Der auch jetzt nicht so viel Wirtschaftsverständnis hat. Und wenn er sagt, wir wollen gegen die Inflation kämpfen, um den normalen Leuten zu helfen, kann das sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Denn wenn wir uns das auch ein bisschen anschauen, die letzten Inflationsdaten, klar, die waren hoch, aber ein Großteil ist halt Energie. Ja, das hat sehr, sehr viel mit dem Russland-Ukraine-Konflikt oder einer Invasion zu tun. Ernährungspreise hat auch was damit zu tun und daran hängt dann halt auch immer viel. Und halt auch, was ich auch mal sage, nachlaufende Corona-Effekte. Also es könnte sich dann durchaus herausstellen, dass die Inflation durchaus transitory, also vorübergehend ist. Ja? Also ein Beispiel, ja, jeder hat es mitbekommen, der Dönermann oder der Friseur hat jetzt mal die Preise erhöht, ist ja nicht nur im Supermarkt, aber der hat halt auch 2 Jahre davor wirklich weniger verdient, die Leute waren weniger draußen. Auch Restaurants etc., Mitarbeiter sind da weggegangen und das geht ja allen so und die wollen halt, sag ich mal, diese Verluste wieder ausgleichen mit höheren Preisen, was denke ich auch legitim ist, aber die werden halt im nächsten Jahr nicht noch mehr erhöhen, also das ist halt dann eine einmalige Sache, dass man nach 2 Durstjahren hier halt mal die Preise erhöht, um das ein bisschen wieder reinzuholen, auch Hotels etc., vor allem weil da die Nachfrage sehr, sehr hoch ist aktuell, weil jeder will jetzt mal einen gescheiten Urlaub machen, das wird im nächsten Jahr sich dann auch wieder ein bisschen normalisieren, ne? Wenn dann ist ein bisschen Geld ein bisschen dazu fehlt. Ne? Also es kann durchaus sein, dass die Inflation dann durchaus transitory ist und viele Probleme können wir halt auch aktuell gar nicht so mit den Zinsen steuern. Ich denke, er will mit den erhöhten Zinsen 3 Sachen erreichen. Erstens den Kryptomarkt crashen, das ist meiner Meinung nach gesund, ja? Weil da ist eine Spekulation, die dann irgendwann auch systemrelevant für andere Bereiche wird. Ja? Und der Staat kann kein Interesse haben, noch weniger die Fed, dass es eine Institution gibt, die ein Geld aufbaut, was eine Parallele ist und ihr Monopol angreift. Und das Zweite, und das ist die Immobilienblase, die wir wahrscheinlich auch in der USA oder zumindest in Deutschland auch haben, ein bisschen dämpfen, ja, weil dadurch steigen halt die Mieten stark und das ist natürlich auch inflationstreibend. Und das Dritte halt generell ein bisschen dämpfen, dass auch der Ölpreis und Rohstoffpreise ein bisschen runtergehen.
das ist wahrscheinlich das Schwierigste und wahrscheinlich, das ist not worth it, ja, weil da ist die Lösung eher in Russland, Ukraine da zu suchen und ein bisschen weniger, es wird auch politisch dieses ganze Woke, ja, dass wir gesagt haben, Öl ist komplett böse, ja, ich investiere selber auch nicht in Öl, aber dass halt viele Investoren da rausgehen mussten, so Sachen, das ist auch wieder ein weiterer Staatseingriff, der zu der nächsten Krise hier auch führt, weil es wurde halt auch wenig dann in Raffinerien investiert. Dritter Fun Fact, ja, es wird ja immer gesagt, so die globale Finanzkrise war ein Versagen des Kapitalismus. Ja, es gab sicherlich Exzesse, aber einer der ganz großen Gründe war halt auch darin gelegen, dass die Politik in den USA wollte, dass jeder irgendwie Hauseigentümer wird und es stark gefördert hat. Also auch da kam es zum Marktverzerren, da sind halt dann da andere aufgesprungen. Also ich hoffe, aber leider sehe ich überall halt eher den Trend in die andere Richtung, dass wir wieder zu mehr Selbstverantwortung kommen und dass die Staats- und Zentralbanken sich da ein bisschen mehr zurückziehen. Aber wir sind da leider, kommt vielleicht auch nochmal ein neues Video dazu, auf einem schlechten Weg, auch gerade in Deutschland. Jetzt das Fazit, wie gesagt, ich glaube, es gibt gute Argumente zu sagen, das ist ein Fehler, wir werden es in ein paar Monaten oder Jahren wissen, ja, kommt immer drauf an, nach was man das bewertet, aber es hat auch was Positives, zumindest wenn ihr jung seid, noch keine Immobilie gekauft habt oder auch einen ganz guten Job habt, dann könnt ihr aktuell Aktien deutlich günstiger kaufen und auch die Immobilienpreise werden runterkommen, auch bei uns. Da kann es auch teilweise starkes Abwärtspotenzial geben und dann könnt ihr mal eine Immobilie günstiger kaufen. Ist halt die Frage, wie man es dann finanziert oder sowas, aber das ist sicherlich auch wichtig, so vom Einkaufspreis. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.